Jetzt haltet euch fest, Freunde. Solange die NFL-Season läuft, ist ganz klar, dass sonntags die Spiele laufen. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ein perfekter Abend wäre für mich, Gucci zu besuchen. Magst du Rollenspiele? Freunde, danach mache ich hier alles mitmachen, ne? Hallo, du, da dieser Chat hier eine Katastrophe ist und ich auch keine Brieffreundschaft suche, wäre es ganz nett von dir, wenn du Interesse an mir hast, doch bitte per WhatsApp zu schreiben. Ich würde mich auch über ein paar aktuelle Fotos von dir freuen. Gruß. Das ist doch dieses Typische, kennt ihr? Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem nächsten Video. Ich hatte das auf Instagram schon angekündigt. Und zwar habe ich auf Wunsch von euch die Plattform MySugarDaddy ausprobiert und habe das so die ganze Woche über gemacht. Habe ein wirklich richtiges Profil angelegt, mit meinen Fotos auch. Das war auch alles überhaupt gar kein Problem. Ich wurde direkt freigeschalten und habe mich dann auch so ein bisschen durch das Portal gescrollt, immer nur auf meinem Handy jetzt gesehen, wenn jemand mir einen Kuss geschickt hat, man kann Küsse versenden oder wenn jemand mir Nachrichten geschickt hat und das habe ich alles auf meinem Handy gesehen, also per E-Mail kam das rein. Was sie geschrieben haben, das konnte ich nicht sehen, aber deswegen loggen wir uns jetzt gemeinsam ein und schauen mal, was das so gebracht hat. Es tummelt sich dort alles auf MySugarDaddy, also wirklich, glaube ich, Menschen, also Männer mit Geld tatsächlich, also die Unternehmer sind. Man kann das schon erkennen, man sieht das schon. Es sind aber auch darunter welche, da weiß man ganz genau, hör mal, du bist kein typischer Sugardaddy, ja, du siehst überhaupt nicht so aus und du bist auch viel zu jung oder keine Ahnung. Man erkennt das. Wahrscheinlich fragen ganz viele, okay, aber woran erkennt man das denn? Also als allererstes habe ich immer darauf geachtet, auf die Kleidung. Auf das Posing, weil da waren welche in Unterhose, die haben sich so in Unterhose gezeigt und ich so. Da gab es halt welche wirklich seriöse und vor allen Dingen, genau, das habe ich immer gemacht. Ich habe mir die Texte genauestens angeguckt. Da gibt es halt einen Flirt-Text, den hatte ich ja auch geschrieben und ja, ich habe mir die Texte wirklich genauer angeguckt, was sie, wonach sie suchen, wer sie so sind. Übrigens bin ich auf das Video gekommen oder auf den Test, weil eine andere YouTuberin und YouTuber das gemacht haben. Das fand ich ganz lustig und fand ganz nice. Und dann dachte ich, ich mache das jetzt auch, weil viele mich dann auch gefragt haben von euch. Ja, also nur, wenn ihr wissen wollt, wie ich darauf gekommen bin, das war dieser Fall. Da gibt es verschiedene Chatfunktionen, Spielfunktionen, Kussfunktionen, Anschreibefunktionen, Fragestellenfunktionen. Also es ist schon wirklich gut gemacht, das ganze Konzept. Und wurde auch natürlich direkt auch schon angeschrieben und ein Herzchen bekommen und so. Und ja, ich habe aber auf all das nicht geantwortet erstmal, sondern habe mit allem gewartet, damit ich euch viel, viel mehr jetzt im zweiten Teil, praktisch jetzt hier im Video, mehr zeigen kann. Ich habe jetzt die Woche über die Nachrichten gesammelt, beziehungsweise die Woche über, es waren so 3-4 Tage letztendlich. Das machen wir auf jeden Fall jetzt gemeinsam und ich hoffe, ihr habt Spaß daran und dann sehen wir uns gleich wieder. MySugarDaddy.eu oder .de.eu. MySugarDaddy bietet einen Treffpunkt für erfolgreiche, ambitionierte und attraktive Menschen. Wir alle streben nach einem bestimmten Lebensstil. Warum nicht eine Beziehung zu einem Menschen suchen, der diesen Lebensstil bereits lebt? Ja. MySugarDaddy ist absolut hochwertig. MySugarDaddy ist eine qualitativ hochwertige Dating-Community für finanziell unabhängige Männer, in Klammern SugarDaddy, und selbstbewusst und attraktive Single-Frauen, SugarBabe. Ich bin jetzt nicht Single, aber ich bin selbstbewusst und attraktiv, liegt im Auge des Betrachters. Möchten Sie einen interessanten Menschen treffen, mit dem Sie die angenehmen und luxuriösen Seiten des Lebens genießen können? Hier sind Sie richtig. Melden Sie sich direkt kostenfrei an. Ich bin ein SugarBabe. Kostenlos registrieren. Mit E-Mail registrieren. E-Mail-Adresse nehmen wir so. Passwort. Geburtstag. Fusche ich mal ein bisschen drum rum. Muss ja nicht jeder dann wissen. Ja, nehmen wir den 9. und den 10.10. Okay, bisher ist es gar nicht so schwer. Deine Anmeldung ist bei uns eingegangen. In Kürze erhältst du
deine E-Mail. Vielen Dank für deine Anmeldung bei MySugarDaddy. Registrierung abschließen. Süße 2019. Ja, das bin ich. So, jetzt bin ich in meinem Profil drin. Jetzt bin ich gespannt. Scheint zu funktionieren. Ich bin drin. Okay, MySugarDaddy. Besucher, Küsse, Chat, Favoriten, Fragen, Freischaltungen. Als allererstes werden wir mein Profil ausfüllen, Freunde der Nacht. Ja, wir müssen es ja erstmal hier interessant machen, ne? Foto hochladen, das mache ich später. Flirttext. Schreiben wir zusammen erstmal hier einen Flirttext. Ich, weiblich, jung und lebensbejahend. Das bin ich, ja. Lebensbejahend, suche einen netten Mann an meiner Seite für die schönen Seiten des Lebens. Für die schönen Seiten des Zuckerlebens. Des Lebens einfach nur, oder? Wir wollen ja seriös bleiben. Ich bin sehr... ich bin aufgeschlossen. Aufgeschlossen, spontan, ein wenig verrückt, das klingt immer gut, ein wenig verrückt, aber doch, oh nee, und total, und sehr humorvoll. Humorvoll. Wenn auch du diese Art Attribute erfüllst, so freue ich mich von dir zu hören. Oha. So freue ich mich, von dir zu lesen. Speichern. Komm, der Text ist gut, oder? Für den Text wird in Kürze online zur Verfügung stehen. Gut. Wo kommst du her, Düsseldorf? Ja, Größe. Mach mich jetzt mal schön schlank. Nein, komm, wir bleiben mal ehrlich hier. Ich bin 1,74, ich bin kein Raucher. Also man kann hier wirklich das komplette Profil eingeben. Kinder, nein, keine. Figur, sportlich, ja. Augenfarbe, blau. Haarfarbe, schwarz. Ethische Zugehörigkeit, indisch, nein, weiß, europäisch. Monatliches Budget, 2.000 bis 5.000. Beruf, bin ich Model? Nein, komm. Aber hier kann man das, was ich habe, mache, bin ich hier nicht. Dann, ich bin Künstlerin, ich bin Künstlerin. Freizeitbeschäftigung kann man hier auch eingeben. Von Konzerte, ja, ich gehe gerne Konzerte, ich gehe gerne shoppen, ja, Kunst, Sport, Kochen, Lesen, Reisen, Sauna, Theater, Musik, Ausgehen, Kino, Essen gehen, Spaß. Wandern, nein. Autos, okay. Fliegen, Gartenarbeit, nein. Fotografie, ja. Sport, welche Sportart? Ich mag Yoga besonders gerne tatsächlich. Tanzen, ja, ich spiele auch Golf. Ich gehe auch gerne segeln. Fitness, Reiten, Pilates. Surfen kann ich nicht, will ich gerne. Inlineskaten, Zumba, Pole Dance, Ballett, ja. Das mache ich alles. Tennis spiele ich auch, aber ich mag Tennis nicht. Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch. Was können wir hier noch? Ungarisch, ein bisschen und so, aber nein, wollen wir nicht eingehen. Kontaktwunsch. Flirt. Ich, One-Night-Stand, nein. Rinsing. Was ist denn Rinsing? Freundin, was ist denn Rinsing? Wieso weiß ich sowas nicht? Ich komme doch aus dem Nachtleben. Rinsing. Fragwürdige Beziehungen. Dabei bieten junge Frauen zwischen 18 und Ende 20 Selfies, Fotos und Videos zum Tausch gegen Geld und Luxusartikel an. Das nennt man Rinsing. Okay, nein. Erotischer Kontakt, Beziehung, Ausgehen, Shoppen. Komm, wir geben das mal alles ein hier. Deine Fragen. Beantworte deine Fragen. Was wünsche ich mir für die Zukunft? Womit kann dich ein Mann beeindrucken? Nicht alles aufzählen, oder? Da fallen die doch rückwärts nach hinten, oder? Wenn ich hier voll Ohrs haue. Die mich kennen, die wissen ja, dass ich ja voll die Ansprüche habe immer. Wie sieht für dich ein traumhafter Abend aus? Oh ja, das ist gut. Das ist gut, das kann ich ausfüllen. Schön oberflächlich, wenn wir jetzt das ausfüllen. Aber ehrlich, ein perfekter Abend wäre für mich Gucci zu besuchen.
Spaß. Aber jeder weiß, alle Spaß, du bist ernst. Ich schreibe das Original hier rein. Danach ein schönes italienisches Restaurant mit sehr guten roten Weinen. Anschließend gerne ins Theater, Musical oder auch einfach ins Kino. So, speichern. Bist du echt? Reality Check. Wie funktioniert das? Auswählen. My Sugar Daddy und dein Username auf einem weißen Blatt Papier. Deine Daten werden bitte. Der Schriftzug My Sugar Daddy und dein Username. Foto einsenden. Lade dein Nunan-Bild hoch oder sende es an. Okay, ich brauche ein weißes Blatt. Kann ich ja verstehen, ne? Ist natürlich wichtig. So, Moment. Genau da. Also, was soll ich machen? My Sugar Daddy und deinen Username. Okay. Selfie machen. Freunde, nachbar, ich hier alles mitmache, ne? Wie schön ist das? Wie sehe ich eigentlich aus? Kann ich das vorher noch bitte photoshoppen? Nein, Spaß beiseite. Jetzt schicke ich das. Also bisher ist das echt nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen, annehmen, weil das ganz seriös ist. Also sprich, ich habe auch schon Besucher auf meinem Profil, sehe ich. Sprich, man muss so Qualitäten, nicht Qualitätscheck, sondern einen Sicherheitscheck machen, dass es auch ja die Person ist, 4498, die sich hier anmeldet. Und jetzt kann ich ja noch ein Bild hochladen. Lade jetzt ein Bild von dir hoch. Das Problem ist, was ich gesehen habe bei einer anderen YouTuberin, dass bei öffentlichen Personen, wie unsere ganzen Bilder, sind ja immer im Internet schon, ne? Und dann werden die Bilder abgelehnt. Jetzt suche ich eins raus, was noch nicht gezeigt wurde. Ob die das annehmen hier. So, ich habe jetzt also das ganze Profil ausgefüllt. Jetzt muss ich halt warten, bis es bis es freigeschaltet wird komplett. Und bei mir war schon einer auf dem Profil. Oh, ein Better Love 38 war auf meinem Profil, aber kein Foto, nichts. Nichtraucher, kein Alkohol, vegan, keine Drogen. Das ist ein Flirttext. Lass uns die schönen Dinge des Lebens gemeinsam erleben. Bin positiv, zuverlässig, zuvorkommen, höflich, authentisch und ehrlich. Gibt's noch? Besitze eine Werbeagentur mit 20 Mitarbeitern, mit Kunden aus ganz Deutschland. Bin jetzt seit 15 Jahren mein eigener Chef und habe mein erstes Unternehmen mit unter 30 an einen Konzern verkauft. Ich single, unverheiratet und habe keine Kinder. Okay, muss man haken. Ich single und ja. Suche tendenziell in meiner Region bis 100 Kilometer. Direkt nach der Freischaltung gibt es im Chat ein Foto. Freue mich, wenn du der Grund bist, mich bald hier wieder abzumelden. Also schon mal nicht schlecht eigentlich, ne? Muss man ehrlich sagen. Aber ich schreibe sie nicht an. Ich warte darauf, dass sie mich anschreiben. Ja, mein Foto ist tatsächlich schon online. Es ist schon online. Wow, es geht schneller, als ich dachte. Jetzt gucken wir, was so reinkommt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und ich würde sagen, wir sehen uns in 24 Stunden wieder, wenn ich mehr weiß. So, Freunde Nacht. Ich habe jetzt hier meinen Laptop. Und wir werden uns jetzt mal hier gemeinsam einloggen und uns das ganze Späßchen einmal ansehen. Ich habe auch direkt mysugardaddy.eu alles gespeichert, Passwort und so, sodass es ganz einfach ist, sich jetzt hier noch einzuloggen. Ich bin gespannt. Ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, ich habe nur Okay. Also, ich habe Fragen bekommen, Freischaltungen bekommen, Chats, Küsse, Besucher. Gucken wir uns die Küsse erstmal an. Von einem Schlawino. Wenn du ehrlich bist, gerne lachst, viel Spaß am hast, jung, hübsch und mich gerne kennenlernen möchtest, dann schick mir eine Nachricht oder mindestens einen Kuss. Smart Sir aus Bad Homburg. Lass uns zum Dinner verabreden. Gutes Essen, anregende Gespräche und dann sehen wir, was sich entwickelt. Nichts ist unmöglich. Diskretion notwendige. Gucken wir mal in den Chat rein. Von Schlawino tatsächlich, der mir auch einen Kuss gesendet hat. Hallo, du, da dieser Chat hier eine Katastrophe ist und ich auch keine Brieffreundschaft suche, wäre es ganz nett von dir, wenn du Interesse an mir hast, doch bitte per WhatsApp zu schreiben. Ich würde mich auch über ein paar aktuelle Fotos von dir freuen. Kuss. Das ist doch dieses typische, kennt ihr, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Diese typischen Männer, die direkt irgendwie die Ausrede haben, um deine Nummer zu kriegen, schreib mir doch bitte da und da, weil entweder
via Snapchat, oh, ich bin nicht so oft auf Snapchat oder ich bin nicht so aktiv auf Instagram. Die, die von Instagram direkt über WhatsApp kommunizieren wollen, kennt ihr diese Männer? Schlawino ist einer davon. Natürlich schreibe ich Schlawino nicht, ja. Also wenn er sich, das ist immer so, ne? Wenn Männer so direkt sind, beziehungsweise so, könnt ihr mich eigentlich sehen, ist das Licht eigentlich gut? Ne? Wenn Männer so schnell sind, ne, dann kriege ich die Krise, das turnt doch einfach nur ab. Ja, wie, du suchst keine Brieffreundschaft, weißt du? Was hat das denn damit zu tun? Ich schreibe dem jetzt mal zurück. Hallo, Sigi. Dass ihr Männer immer so schnell rangeht, nervt einfach nur. Ich gebe doch nicht jedem Mann direkt meine Nummer. Darüber schon mal nachgedacht. Stell mal vor, jedem hier würde ich direkt per WhatsApp schreiben. Ausrufezeichen abschicken. Aber wahrscheinlich ist das so ein Mann, der will das auch gar nicht raffen. Die tut es doch gar nicht. Aber was haben wir denn hier dann noch? Also nee, also sorry, tut mir leid. Wünsche dir alles Gute. So, weg mit dem. Wir haben Fragen bekommen, Freunde. Magst du Rollenspiele? Nein. Würdest du mich gerne kennenlernen? Nein. Andy42, suchst du einen Partner? Warte mal, wir gehen erstmal auf das Profil. Ja, der sieht doch nett aus. Jetzt mal Spaß beiseite, der sieht wirklich nett aus. Ist jetzt nicht mein Typ, ist auch schon 42, ist nicht meins, aber der sieht nett aus. Also, suchst du einen Partner? Ja. Würdest du gerne mit mir chatten? Ja. Müsste ich dich mit jemandem teilen? Nein. Ein anderer fragt, bist du mobil? Ein Sven51. Nein, damit er auch direkt weiß, ich komme zu keinem Date. Das müsste er machen, ja. Würdest du mich gerne kennenlernen vielleicht? Magst du Rollenspiele? Also wirklich. Freischaltungen, Anfragen 2. Sergei38. Auf einem Pferd? Auf einem Segelschiff? Ja, okay. Schalten wir frei. So, was haben wir denn noch hier? Machen wir mal ein Dating-Game. Wir machen mal hier, also hier ist das so ähnlich wie so, ich weiß nicht, Chatroulette oder so. Ich habe das noch nicht gemacht, aber ich habe das auf YouTube mal ganz oft gesehen. Nee, wie Tinder. Tinder. Da kannst du ja, nein wegklicken. Das ist auch ganz gut. Direkt. Und dann wird dir der nächste vorgeschlagen. Okay. Nein. Nein. Also, was mir hier halt auffällt, ist, dass wirklich, also, dass sich wirklich hier alles tummelt. Ja, also alles. Man kann hier wirklich, glaube ich, ernsthaft interessante Männer finden. Weiß ich jetzt nicht, ob Beziehungen, ja, oder keine Ahnung. Wir sind ja hier auch mein Sugar Daddy. Wir sind jetzt hier nicht auf meinen Traummann finden, ne? Sondern bei meinem Sugar Daddy gelandet. Deswegen muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren. Aber ich glaube, dass hier für jeden irgendwas dabei ist. Ja. Ich weiß halt auch nicht, ne? Wenn ich jetzt, man kann auch auf Besucher gehen, um zu gucken, wer auf dem Profil ist und so oder war. Hier schreibt einer einen Flirttext, ne? Den habe ich letztens schon gelesen, also wo ich angefangen habe mit dem Profil. Ich stamme von einer altösterreichischen Rittergeschlecht und dementsprechend habe ich auch diverse Pflichtveranstaltungen, auf die man mich gerne begleiten darf. Ansonsten suche ich eine Dame für die Zeit zu zweit zu verbringen. So, jetzt haltet euch fest, Freunde. Solange die NFL-Season läuft, ist ganz klar, dass sonntags die Spiele laufen. Was willst du mir jetzt damit sagen? Legendär ist unsere Super Bowl Party auf unserem Gestüt und Barbecue. Ja, das sind ja tolle Infos. Wenn ich dir einen Kuss sende, dann bin ich interessiert an dir und würde mich auf eine Erwiderung sehr freuen. Also wenn er sich herablässt, mir einen Kuss zu senden, dann hat er Interesse und dann freut er sich, wenn ich das erwidere. Kontaktwunsch, was er sucht. Erotischer Kontakt, One-Night-Stand-Beziehung, SB-SD-Beziehung. Ich weiß immer noch nicht, was SD-SB-Beziehung ist. Irgendwas, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, wenn ihr das wisst, bitte. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und ja, er sieht wirklich aus wie ein Unternehmer, tatsächlich.
richtiger Unternehmer, so richtig klassischer Unternehmer, so mit Brille und Anzug und so. Aber was er da schreibt, ne? Naja, weiß ich jetzt auch nicht. Muss mal ein Kirche im Dorf lassen. Oder hier, Youngboy67. Tschüss. Wir gucken uns mal. Er sieht wirklich nicht gut aus. Aber ist ja Geschmackssache, aber er sieht nicht gut aus. Hallo liebe Besucherin, ich heiße und bin seit einem guten Jahr ein frischer 50er. Optisch und im Geiste aber deutlich jünger, daher auch mein Nickname, Zwinker. Ich bin einem One-Night-Stand mit klar abgesprochenem Vorteil für beide nicht unbedingt abgeneigt, aber viel lieber hätte ich eine längerfristige Gefährtin für gelegentliche Unternehmungen. Kunst und Kultur, stilvolle Dinner und Abende oder auch einen Wochenendausflug und natürlich auch für genussvolle Erotik. Ich mag sinnliches Knutschen und ausgiebiges Kuscheln, habe aber auch eine Affinität zur dunklen Seite der Lust, in Anführungsstrichen, wobei ich zwischen der aktiven und passiven Rolle switchen und mich auf beiden Seiten vergnügen kann. Das ist jedoch kein Muss. Für eine lustvolle Begegnung sollte ich dich nicht einschüchtern. Keine Ahnung, das stimmt was nicht an seinem Satz. In meiner Freizeit treibe ich etwas Sport, tanze Tango und erfreue mich an jeglichen Genüssen, die mir das Leben bietet. Mühe gibt es sich. Hast du Lust, mit mir zu genießen? Dann melde dich doch einfach bei mir und wir sehen weiter. Also bis bald. PS, leider sind hier zu viele Fakes unterwegs, weshalb ich nur Kontakte mit ID-Check freischalte. Falls du noch keinen hast und Kontakt mit mir wünschst, hole das doch bitte zuvor nach. Ja, so. Wir haben ein paar weitere Küsse erhalten aus Düsseldorf. Der hat einfach nur Bilder im Schwimmbad von sich drin. Ich suche eine Traumfrau für eine schöne und exklusive SD-Beziehung. Wenn du ernsthaft Interesse hast, schreib mit den Frage mich direkt an. Stuttgart, Düsseldorf und nahe von Monaco. Ich wohne in Düsseldorf. Schicken wir mal einen Kuss. Ich komme mir so dreckig vor. Das tut mir so leid. Aber man kommt sich echt komisch vor, ne? Wenn man einen Freund hat und das macht. Das muss ich ehrlich sagen. Man kommt sich wirklich komisch vor. Aber ist egal, ist egal, ist egal. Ich schicke jetzt mal diesem Manager, der so voll die Ansprüche hat mit seinem österreichischen Gespült, schicke ich jetzt mal einen Kuss. Mal gucken, ob irgendwas zurückkommt. Hey, guten Tag. Ich stamme aus einer altösterreichischen von einer altösterreichischen Rittergeschlecht. Das stimmt auch, was ich. Wir haben alle irgendwie Fehler drin in unserer Grammatik. In unserem Text, unfassbar. Hier ist ein Flirttext. Gib einer Frau, was sie noch von keinem anderen Mann bekommen hat, und sie gibt dir, was sie noch keinem anderen Mann gegeben hat. Nee, den will ich nicht. Ich bin auch zu alt. So, Freunde der Nacht. Ich finde es wirklich richtig gut, wenn jemand wirklich ernsthaft auf der Suche ist nach einem Sugar Daddy. Finde ich das verwerflich? Nein. Warum nicht? Tun wir jemanden weh damit? Nein. Also von daher finde ich das alles überhaupt nicht schlimm, sofern alles vorher wirklich auf Beidseitigkeit beruht und jeder ehrlich zu dem anderen ist. Und das finde ich gut, solche Plattformen. Why not? Ja, wir lügen uns draußen alle ins Gesicht. Ja, der will nur Sex, ja, der will nur das, der will nur das, der will nur das Geld. Und auf solchen Plattformen ist das einfach alles ausgesprochen, vorher abgesprochen. Und das finde ich ganz gut. Deswegen habe ich mir das Späßchen auch gemacht und mich mal da angemeldet. Also wenn man wirklich das Interesse hat, dann lohnt sich das tatsächlich mal da rein zu gucken. Wenn ihr wollt, dass ich auch mal andere Portale checke, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Dann werde ich mich auch da anmelden und das für euch eine Woche testen, so wie dieses hier. Ja, wenn ihr noch einen zweiten Teil von meinem Sugar Daddy haben wollt, weil mich haben auf Instagram auch welche geschrieben, okay, was sehe ich eigentlich zu so einem ersten Date mit einem gestandenen Mann, der Geld verdient, der Geschäftsmann ist? Was zieht man da an oder was kann man da anziehen? Hast du da Tipps? Ja, hätte ich. Wenn ihr einen Haul, dann würde ich das mal einkaufen oder aus meinem Schrank herausholen, was ich zu so einem ersten Date mit einem gestandenen, erwachsenen, gestandenen, gut verdienenden Mann anziehen würde. Dann schreibt mir das auch mal gerne unten rein und vergesst nicht, mir eine Bewertung dazu lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Habt ihr Spaß daran gehabt, dann freue ich mich auf eine positive Bewertung. Und ja, abonnieren meines Kanals ist kostenlos und dann hoffe ich, sehen wir uns auch zum nächsten Video wieder. Ich habe euch lieb, bleibt gesund und bis bald.